Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Brennpunkte der Beratungspraxis auf DWS Steuerberater Online GmbH. Mein Name unverändert Herbert Kröckler, bin Steuerberater und engagiert in der Fortbildung der Angehörigen der steuerberatenden Berufe. Sie kennen die Gliederung dieser Veranstaltung. Los geht's jetzt sofort mit neuer höchstrichterlicher Rechtsprechung, die wir etwas ausführlicher betrachten. Ganz konkret die Ziffer 1 heute. Hier haben wir es mit einem bilanzsteuerlich bedeutsamen Thema zu tun. Es geht um die Frage, darf eigentlich für eine Jahresabschlussprüfung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, aber lediglich in der Satzung einer Personengesellschaft verankert ist, darf dafür in der steuerlichen Gewinnermittlung eine Rückstellung gebildet werden. Und Sie werden gleich feststellen, die besondere Brisanz bezieht dieser Streitfall daraus, dass der BFH dem Institut der Wirtschaftsprüfer widersprochen hat. Das heißt, für uns steuerliche Berater stellt sich die Frage, wem folgen wir denn jetzt eigentlich? Sie sehen den Fall jetzt dargestellt, im Mittelpunkt tatsächlich eine KG, Personengesellschaft, gesetzlich grundsätzlich nicht verpflichtet, ihren Jahresabschluss prüfen zu lassen. Was anderes könnte ausnahmsweise dann gelten, wenn die Personengesellschaft sehr groß ist, dann könnte sich nach dem Publizitätsgesetz eine Prüfungspflicht ergeben, haben wir hier aber nicht. Im Gesellschaftsvertrag allerdings steht drin, die Geschäftsführung ist verpflichtet, den Jahresabschluss alljährlich von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater prüfen zu lassen. Das wurde auch tatsächlich praktiziert. Also die Prüfung wurde wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen jedes Jahr durchgeführt. Und auch jedes Jahr wurde in der steuerlichen Gewinnermittlung für die Kosten der Prüfung eine Rückstellung gewählt. Ein Außenprüfer der Finanzverwaltung hat dann die Auffassung vertreten, dafür dürfe man keine Rückstellung bilden, denn es fehle an einer Verpflichtung gegenüber einem Dritten. Diese Prüfungspflicht im Gesellschaftsvertrag, das sei ja sozusagen eine interne Angelegenheit der KG. Es fehle an einer Verpflichtung gegenüber einem Dritten. Die KG hat dagegen argumentiert. Die hat vorgetragen, ja Moment mal, wir haben doch hier die Situation, dass jeder einzelne Gesellschafter sollte die Jahresabschlussprüfung entgegen dem, was im Gesellschaftsvertrag drinsteht, nicht durchgeführt werden. Wir haben doch die Situation, dass jeder einzelne Gesellschafter diese Prüfung gerichtlich durchsetzen könnte. Also haben wir doch sehr wohl eine Verpflichtung, die uns zur Bildung dieses Passivpostens berechtigt. Sie wissen natürlich, und das sehen Sie jetzt auf der Folie eingeblendet, das Vorliegen einer Außenverpflichtung gehört tatsächlich zu den Voraussetzungen für die Bildung einer entsprechenden Rückstellung. Also eine Rückstellung darf grundsätzlich nur gebildet werden, wenn der Bilanzierende gegenüber einem Dritten, einem Außenstehenden verpflichtet ist, etwas zu tun oder zu lassen, was ihm Geld kosten wird. Das Gegenstück, meine Damen und Herren, das sehen Sie hier jetzt eingeblendet. Das Gegenstück ist eine Verpflichtung des Bilanzierenden gegen sich selbst, also eine Innenverpflichtung. Und Sie wissen, in der Handelsbilanz bereits sind Rückstellungen für Verpflichtungen gegen sich selbst, sogenannte Aufwandsrückstellungen, heute nur noch in genau zwei Fällen zugelassen. Beide sehen Sie hier eingeblendet, ganz unten rechts. Eine Situation, es wurden im Wirtschaftsjahr Aufwendungen für Instandhaltungen, Maßnahmen für Instandhaltungen unterlassen und werden im nächsten Jahr innerhalb der ersten drei Monate nachgeholt.